Wer so eine richtige Prinzessin werden will, hat ordentlich zu tun. Das scheint diese Anwärterinnen allerdings nicht abzuschrecken. Die feinen Damen müssen auch lernen, frisches Gemüse zu schnippeln. Während die Küchenmagd das Feuer anfacht, macht es Schnippschnapp und das Gemüse landet im Topf. Und der hängt in der Küche von Burg und Schloss Altstädt. Aus gutem Grund. Hier nämlich befindet sich eine der größten Schlossküchen Europas. Der Herd hat eine Grundfläche von 25 Quadratmetern und der Abzug liegt in 20 Metern Höhe. Die Feste Altstädt ist ein Kleinod, liegt etwas versteckt im Landkreis Mansfeld-Südharz, ist aber von einer überragenden Historie beseelt. Zum einen sind wir einer der bedeutendsten Königs- und Kaiserpfalzen im Heiligen Römischen Reich gewesen. Von 935 bis 1200 waren nahezu alle römisch-deutschen Könige und Kaiser hier zu Gast. Und dann sind wir authentische Reformationsstätte des bedeutenden Reformators Thomas Münzer. Das kann alles hier in der Burg- und Schlossanlage hautnah erlebt werden. Und das sind die wesentlichen Merkmale natürlich mit unserer bedeutenden Burgküche, warum Sie sich auf den Weg nach Altstädt machen sollten. Und während die edlen Damen immer noch schnippeln, lassen sich die edlen Herren in die Schwertkunst einweisen. Tja, dieses Exemplar ist wohl etwas schwerer als das Gemüsemesser. Egal, Hauptsache Mann ist gleich Ritter. Kinder können in Altstädt also viel erleben, aber nicht nur die. Das alte Gemäuer bietet viel und der Besucher wandelt hier auf den Spuren der Reformation, des Bauernkrieges und stolpert unausweichlich über Thomas Münzer. Wir haben eine ganz bedeutende Thomas-Münzer-Ausstellung und zum Beispiel die Hofstube, ein authentischer Ort der Reformation, weil Thomas Münzer dort seine berühmte Fürstenpredigt am 13. Juli 1524 gehalten hat. Und in der St. Johanneskirche, einen Steinwurf vom Schloss entfernt, predigte Münzer von März 1523 bis August 1524. Burg und Schloss Altstädt sind also ein Ort, der auf eine bewegte Geschichte zurückblicken kann. Ende des 9. Jahrhunderts wird Altstädt als eine der wichtigsten Kaiserpfalzen erwähnt. Im Spätmittelalter bauen die Herren zu Querfurt die Anlage zu einer Wehrburg um. Ende des 16. Jahrhunderts wird sie zum Renaissance-Schloss und Ende des 17. Jahrhunderts folgt der Umbau zum Barockschloss. Noch heute heißt es Burg und Schloss. Was genau ist es denn nun? Eigentlich ist der Name ja etwas widersprüchlich. Eine Burg ist eine wehrhafte Anlage und ein Schloss ist ein Repräsentationsbau. Aber wir haben hier beides integriert. Von außen macht die Kernburg noch einen wehrhaften Eindruck. Es liegt an den mittelalterlichen Wehrmauern, die bis zu 3,50 Meter stark sind. Und im Innern haben wir eher den schlossähnlichen Charakter, dadurch, dass die Kernburg im Laufe der Jahrhunderte immer wieder um- und ausgebaut worden ist. Zurück in die Küche. Hier heißt es jetzt, dass die geköchelte Suppe auch ausgelöffelt werden muss. Danach kann das weitere Programm folgen. Wir haben sehr viele Veranstaltungen, die wir immer wieder hier anbieten, von Konzerten, Lesungen etc. Aber Sie können auch zum Beispiel die Burgküche für festliche Anlässe mieten, dort Ihren Geburtstag zum Beispiel feiern oder Ihre Hochzeit, wenn Sie sich zum Beispiel auch hier trauen, sich trauen zu lassen in unserer historischen Schlosskapelle. Ein Blick über die Mauern von Burg und Schloss Altstädt hinweg gibt nicht nur den Blick auf eine schöne Landschaft frei. Das Mansfeld-Südharzer Land hat viel Sehenswertes zu bieten. Innerhalb einer Stunde sind Sie von Altstädt in den Kaiserpfalzen von Memlem, von Wallhausen und der Pfalzgeschichte Tilleda. Darüber hinaus können Sie von hier aus auch wandern, Radwandern bis zur Himmelscheibe nach Nebra. Sie haben das Schaubergwerk in Wettelrode, die Rosariumsanlage in Sangerhausen und natürlich die Reformationsgeschichte Lutherstadt-Eifeln. Burg und Schloss Altstädt, ein Ort, der absolute Ruhe verspricht. Geschichtsinteressierte Besucher kommen voll auf ihre Kosten. Und Kosten ist hier überhaupt ein großes Thema. Kein Wunder für ein Haus mit einer Schlossküche, die wirklich viel Platz zum Suppekochen bietet.